Willkommen bei Ticket to Ride, Days of Wonders erfolgreichsten Brettspiel. Dieses kurze Video erklärt in nur 5 Minuten alles, was man wissen muss, um loslegen zu können. Ticket to Ride lädt Sie zu einem spannenden Eisenbahnabenteuer durch die Vereinigten Staaten ein. Bei Ticket to Ride erhalten Sie Punkte, indem Sie mit Waggons Ihrer Farbe auf dem Spielplan Bahnstrecken in Anspruch nehmen, indem Sie die Städte miteinander verbinden, die auf Ihren Zielkarten angegeben sind, und indem Sie am Ende der Partie die längste, ununterbrochene Strecke aus Waggons besitzen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Zu Beginn der Partie erhalten Sie 45 Waggons einer Farbe, um Bahnstrecken auf dem Spielplan zu nutzen. Achten Sie immer darauf, wie viele Waggons die Mitspieler noch haben. Wenn ein Spieler nur noch 2 oder weniger Waggons hat, beginnt die letzte Spielrunde. Sie erhalten außerdem 3 Zielkarten, von denen Sie mindestens 2 behalten müssen. Und 4 Wagenkarten, deren Farben zu den Strecken auf dem Spielplan passen. Jede Runde dürfen Sie aus 3 Aktionsmöglichkeiten wählen, allerdings immer nur eine einzige pro Runde ausführen. Sie können 2 Wagenkarten beliebiger Farbe aus den 5 Karten in der rechten Spalte auswählen. Um eine Karte aufzunehmen, klicken Sie diese an. Sie wird dann automatisch zu Ihren Handkarten verschoben. Stattdessen können Sie auch vom verdeckten Stapel ziehen. Der Balken zeigt an, wie viele Wagenkarten der Nachziehstapel noch enthält. Lokomotiven sind Joker und dienen als Wagenkarte einer beliebigen Farbe. Wenn Sie eine offene Lokomotive nehmen, dürfen Sie keine zweite Karte wählen und Ihr Zug ist beendet. Falls Sie eine Lokomotive vom verdeckten Stapel ziehen, wissen die anderen Spieler nichts davon und Sie können noch eine zweite Karte nehmen. Statt Karten zu nehmen, können Sie auch einige Ihrer bereits in früheren Runden gesammelten Wagenkarten einsetzen, um eine Strecke auf dem Spielplan zu nutzen. Sie wählen 2 benachbarte Städte und spielen für jedes Feld der gewählten Strecke eine Karte der entsprechenden Farbe. Um eine Strecke zu nutzen, klicken Sie einfach auf eine Karte der richtigen Farbe und ziehen das in der Ecke erscheinende Farbenkreuz auf diese Strecke. Es wird dann automatisch die erforderliche Anzahl an Karten aus Ihrer Hand gezogen. Ihre farbigen Waggons erscheinen nun auf der Strecke. Ihr neuer Punktestand wird automatisch berechnet und Ihr Vorrat an Waggons verringert. Wenn Ihre gewählte Strecke grau ist, können Sie dafür Wagenkarten einer beliebigen Farbe einsetzen. Allerdings müssen alle Karten, die Sie für diese Verbindung nutzen, dieselbe Farbe haben. Lokomotiven können als Joker eine beliebige Farbe ersetzen und werden automatisch verwendet, wenn Sie nicht genügend Karten der entsprechenden Farbe haben. Wenn Sie zu zweit oder dritt spielen, kann von parallel verlaufenden, gleich langen Verbindungen zwischen 2 Städten immer nur eine Strecke genutzt werden. In einer Partie zu viert oder fünft sind beide Strecken verfügbar, können aber nicht vom selben Spieler verwendet werden. Wenn Sie eine Strecke nicht nutzen können, obwohl Sie genügend passende Wagenkarten haben, prüfen Sie, ob es sich um eine Doppelstrecke handelt, deren andere Verbindung Sie bereits nutzen. Ansonsten kontrollieren Sie, ob Sie zu wenige Waggons haben, um die gewählte Strecke in Anspruch zu nehmen. Die dritte Aktion ist das Ziehen neuer Zielkarten. Klicken Sie zweimal auf den Zielkartenstapel, um 3 neue Karten zu erhalten. Sie müssen mindestens eine davon behalten. Für alle Zielkarten gilt, dass Ihre Punktezahl abgezogen wird, wenn Sie am Ende die Städte nicht verbunden haben. Um die Städte einer Zielkarte zu markieren, halten Sie die linke Maustaste über der Zielkarte gedrückt. Die Regeln von Ticket to Ride sind einfach. Die Herausforderung besteht darin, dass Sie während Ihres Spielzugs mehrere Dinge tun möchten, sich aber für eine einzige Option entscheiden müssen. Ist es sinnvoll, weitere Wagenkarten zu ziehen und zu riskieren, dass ein Mitspieler eine Strecke nutzt, die Sie selbst nutzen wollen? Sollten Sie die benötigte Strecke jetzt nutzen, auch wenn sie nur kurz ist oder die Gegner ahnen lässt, wo sie hinwollen? Damit endet unsere Einführung in Ticket to Ride. Jetzt kann es losgehen! Wenn Sie Erfahrung gesammelt haben, sollten Sie den Bahnhof betreten und andere Spielpläne kennenlernen.